Schreck für die Einwohner von Hamburg am Ostersonntag. Am Morgen ging eine amtliche Warnung auf den Handys der Hansestädter ein. Es bestehe extreme Gefahr aufgrund der Rauchentwicklung nach Ausbruch eines Großbrandes im Stadtteil Rothenburgs Ort. Den Angaben der Feuerwehr zufolge standen zwei Lagerhallen auf dem Gelände eines Autohofs in Flammen. Das Feuer sei in der Nacht gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Rauchwolke ziehe stadteinwärts, so die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge trat am Brandort Schwefelwasserstoff aus. Am Vormittag stiegen noch immer dichte Rauchwolken in den Himmel, die Löscharbeiten dauerten an. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.